Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung aus dem Bundestag. Und ein Thema beherrscht diese Woche, nämlich das Bürgergeld. Wie immer es am Ende ausgeht, wie der Bundesrat entscheidet, wie der Bundestag heute entschieden hat. Darüber wollen wir heute reden mit Annika Klose. Herzlich willkommen. Hallo. SPD-Bundestagsabgeordnete aus Berlin, früher Juso-Chefin von Berlin. Und Bürgergeld ist quasi Ihre Erfindung. Habe ich übertrieben? Ja, also ich habe schon auf jeden Fall daran mitgewirkt, dass die SPD diesen Beschluss damals gefasst hat, das Bürgergeld einführen zu wollen und Hartz IV abzuschaffen. Und ich durfte es jetzt in der Fraktion, also für die Fraktion verhandeln. Also ich war jetzt quasi mit im Maschinenraum dieses Gesetzes. Ja, und haben Sie die Hebel richtig gestellt? Ich würde sagen, ja. Ich finde, wir haben da ein wirklich sehr gutes Gesetz vorgelegt, was ja, also unser Sozialsystem wirklich auf die Höhe der Zeit bringt. Also was man in diesem Gesetz hat, ist zum einen mehr Respekt vor Lebensleistung, mehr Respekt vor dem Individuum, stärkere Beratungsleistung und auch wirklich nochmal eine Verbesserung der Weiterqualifizierung. Und ich glaube, dass das eigentlich genau die Instrumente sind, die wir jetzt brauchen in einer Situation, in der wir ja eigentlich Vollbeschäftigung haben und trotzdem immer noch eine Sockelarbeitslosigkeit haben. Weil viele Menschen, die arbeitslos sind heute noch, trotz dieses sehr starken, aufnahmefähigen Arbeitsmarktes, haben halt zum Beispiel gesundheitliche Einschränkungen oder größere soziale Probleme beispielsweise und können deswegen nicht vermittelt werden. Das heißt, es geht darum, die Leute da abzuholen, wo sie stehen und dabei zu unterstützen, ihren Weg in Arbeit wieder zu finden. Und das macht das Bürgergeld. Da steht die Union geschlossen auf und sagt, das stimmt alles gar nicht. Das ist alles Verschwendung von Steuergeld. Viel zu viel. Die Leute sollen Arbeit suchen und nicht warten, dass sie Arbeit bekommen, Geld bekommen, ohne dass sie arbeiten. Das heißt, ich verstehe diese Diskussion manchmal nicht, weil ich kann sehr wohl Ihren Gedanken gut nachvollziehen. Und Sie wahrscheinlich auch, dass die Hartz-IV-Reform verbesserungswürdig waren. Sind ja auch schon ein bisschen alt. Ja. 20 Jahre so, und mittlerweile. Da bricht ein Sturm los bis zum Vermittlungsausschuss. Was kritisieren denn die im Einzelnen? Können Sie das mal kurz zusammenfassen? Ja, also ich muss ehrlich sagen, dieses Unverständnis, was Sie zum Ausdruck bringen, das teile ich. Und wenn man sich die Debatte der Union anguckt, dann ist es auch gar nicht so einfach zu sagen, was denn jetzt eigentlich Ihr Punkt ist. Deswegen frage ich, ich verstehe es nämlich nicht. Sie haben uns wochenlang erzählt von der CDU-CSU, die Regelsätze, die 50 Euro, die da jetzt draufkommen, sind zu hoch. Es lohnt sich nicht mehr zu arbeiten in diesem Land. Wie können wir denn nur die Regelsätze um 50 Euro erhöhen? Wenn man sich die Inflation anguckt, muss man sagen, das ist ein Inflationsausgleich, den wir da vornehmen. Und zwar für dieses und nächstes Jahr, mehr auch nicht. Jetzt im Bundestag hat die CDU plötzlich gesagt, ja, die Regelsatzerhöhung, die machen wir mit, aber den ganzen Rest nicht. Sprich, was die jetzt machen, ist zu sagen, ja, die Passivleistung, das, was den Leuten ausgezahlt wird, das machen wir mit, das zu erhöhen. Alles, was die Leute fördert und qualifiziert, um wieder in Arbeit zu kommen, da wollen wir jetzt aber nicht ran. Also es macht halt hinten und vorne eigentlich keinen Sinn. Dann, wenn man sich anguckt, was sind denn jetzt die Punkte, die sie letzte Woche angebracht haben? Das ist das sogenannte Schonvermögen. Da geht es darum, dass eben das, was sich Leute, wenn sie viele Jahre gearbeitet haben, mal ein bisschen angespart haben, die Rücklagen, die Ersparnisse, ja. Genau, dass die nicht sofort komplett aufgefressen werden sollen, wenn die eben Sozialleistungen beantragen, sondern dass man eine zweijährige Schonfrist hat. Weil nämlich über 50% der Menschen kommen innerhalb der ersten 2 Jahre wieder in Arbeit. Das heißt, wir haben gesagt, 2 Jahre geben wir euch, dass ihr euch wieder orientieren könnt, euch weiterqualifizieren könnt und wieder in Arbeit kommen könnt und müsst nicht sofort alles, was ihr euch ein Leben lang erarbeitet habt, eben abgeben. Das Argument dagegen ist welches? Das Argument dagegen sind irgendwelche absurden Rechnungen, die die aufstellen, die dann sagen, ja, eine 4-köpfige Familie kann jetzt 150.000 Euro behalten und einen Porsche in der Garage haben, was halt wirklich billiger Populismus ist, weil also ein Porsche ist kein angemessenes PKW. Ja, also so viel können wir schon mal festhalten. Und zweitens, da steht also im Hartz IV, ja, einen angemessenen PKW darf ich behalten, aber wenn ich einen Porsche hätte, ist der nicht angemessen. Dann ist der nicht angemessen, genau. Dann muss ich den verkaufen. Auf jeden Fall. Genau. Ja, und dagegen sagt die CDU, das kann nicht sein, den Porsche, den soll er behalten. Nee, im Gegenteil. Die sagen, also diese Rechenbeispiele, die sie anbringen, ja, die sind halt einfach fernab jeglicher Lebensrealität. Weil welche Familie, die 150.000 Euro auf der hohen Kante und einen Porsche hat, beantragt denn Hartz IV? Also wir sprechen da wirklich über Orchideen. Und das kam die hervor und machen damit eigentlich billigen Populismus, muss man sagen. Und ich habe das Gefühl,
wenn ich mir die Debatte so angucke, es geht denen eigentlich überhaupt nicht um die sachliche Argumentation. Weil wenn man in die einzelnen Kritikpunkte, also das eine war ja jetzt dieses Schonvermögen, das nächste ist diese zweijährige Karenz, was ich gerade erklärt hatte, und das dritte ist ja das Thema Sanktionen. Aber wenn man da mal in die sachlichen Argumente reingeht, dann bleibt da eigentlich nicht viel über. Ich glaube, es geht um reines Muskeln spielen lassen und dass die CDU gerade die Bundesregierung auflaufen lassen möchte, weil sie eben, ja, also weil wir alleine keine Mehrheit im Bundesrat erstmal haben. Und das versuchen die einfach ohne Ende auszuschlachten. Und ich weiß gar nicht, ich bin mir nicht sicher, worum es ihnen im Kern eigentlich geht. Obwohl wir es seit Wochen diskutieren, habe ich es noch nicht rausfinden können. Ja, deswegen sitzen wir beide hier. Ich habe mich ja auch offenbart, ich weiß nicht, was das ist. Ich habe mir das Blatt von der Bundesregierung ausgedruckt, im Netz können Sie auch machen. Das ist also von der Bundesregierung, Bürgergeld und höherer Regelbedarf. Da steht das auf 4 Seiten, mehr sind das nicht. Stehen die wesentlichen Punkte drin. Ich habe sie durchgelesen und habe mich dann nochmal gefragt, was ist eigentlich dagegen einzuwenden? Ja. Eigentlich nichts. Genau, also die Union erzählt halt jetzt eine Leier, dass wir eine soziale Hängematte ausbreiten würden und die Menschen quasi nur noch mit Sozialleistungen alimentieren. Aber tatsächlich ist genau das Gegenteil der Fall. Also ich meine, gucken wir uns doch mal an, welche Situation haben wir jetzt gerade. Wir haben eine Situation mit Massen, also mit wirklich Vollbeschäftigung eigentlich. Und trotzdem haben wir noch 5-6% Arbeitslosigkeit insgesamt. So, und davon, die sich auch nicht verringern. Die sich nicht verringern. Die bleiben immer so. Die seit vielen Jahren gleich bleiben. Also wir hatten in den letzten 20 Jahren, hat sich die Arbeitslosigkeit ja massiv zurückentwickelt. Und trotzdem ist so ein Bodensatz immer noch da. Und da muss man sich doch mal angucken. Und das habe ich das letzte Jahr auch sehr intensiv gemacht. Ich bin sehr viel durch Deutschland getourt, habe mit Jobcentern gesprochen, mit Sozialverbänden, mit Arbeitsloseninitiativen, mit Gewerkschaften, um mal herauszufinden, woran liegt das eigentlich? Was braucht es denn eigentlich, um diese Menschen zu vermitteln? Und dann muss man mal reingucken, wer ist denn langzeitarbeitslos? Was sind das für Menschen? Ein Viertel davon sind Leute, die stocken auf. Das heißt, die arbeiten eigentlich, aber der Lohn reicht halt nicht zum Leben. Das sind insbesondere viele Alleinerziehende, die aufgrund der Kinderbetreuungszeiten halt nicht mehr arbeiten können. Und aufgrund der geringen Löhne, die halt leider in diesem Land gezahlt werden, es dann nicht reicht, um davon zu leben. So. Das ist ein Viertel der Leute, die eben Leistung bekommen. Und dann haben wir über 60%, die vor allem gesundheitliche Probleme haben. Die also zum Beispiel in ihrem alten Job nicht mehr arbeiten können, weil sie das körperlich nicht mehr hinkriegen. Das sind eben auch, 2/3 sind eben auch älter, also über 55. Das heißt, wir haben es da oft tatsächlich damit zu tun, dass wir einen sogenannten Mismatch haben auf dem Arbeitsmarkt. Dass halt insbesondere Berufe viele Fachkräfte suchen, die aber körperlich anstrengend sind. Zum Beispiel Friseurinnen und Friseure, die viel stehen müssen. Insgesamt das Handwerk, wo man körperlich arbeiten muss. Der berühmte Dachdecker. Ja, der Dachdecker, wo halt eben Leute mit gesundheitlichen Einschränkungen vielleicht nicht mehr so zu in der Lage sind. Das heißt, da muss man doch gucken, wie kann man diese Leute auch umschulen, dass die einen neuen Beruf erlernen können und nochmal eine zweite Chance auf dem Arbeitsmarkt haben. Einwand der Union oder derjenigen, die dagegen sind und sagen, die wollen ja gar nicht umgeschult werden, weil die schon so viel Zuschuss vom Staat kriegen, früher Hartz IV und jetzt Bürgergeld, die wollen gar nicht, weil das reicht denen. Also wenn man sich mal Umfragen unter Langzeitarbeitslosen anguckt, dann muss man sagen, das deckt sich überhaupt nicht mit den Aussagen der Leute. Also die meisten wollen arbeiten, sie finden aber halt erstmal nichts. Und das Problem ist halt schon auch, dass viele arbeiten wollen, aber auch keine Chance kriegen auf dem ersten Arbeitsmarkt, weil Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber nicht bereit sind, die zusätzlichen Schritte zu gehen, die vielleicht nötig wären, um diese Leute zu integrieren. Die meisten Arbeitgeber wollen halt immer noch die Fachkraft, die 100% im Job geben kann. Das ist ja auch erstmal individuell nachvollziehbar, dass wenn man ein Gehalt zahlt, man dafür 100% Arbeitsleistung möchte. Wir sprechen aber hier häufig über Personen, die keine 100% mehr bringen können, sondern vielleicht 70%. So. Und da muss man sagen, was wir geschaffen haben, ist ein Instrument, das heißt sozialer Arbeitsmarkt, wo halt gerade diesen Leuten, die nicht 100% mehr bringen können, aber wollen, ja eine Perspektive gegeben wird. Dass die einen Arbeitsvertrag kriegen, eine Entlohnung auf Mindestlohnbasis und eine öffentlich geförderte Beschäftigung für 5 Jahre bekommen. Und das ist wirklich enorm erfolgreich. Also man muss sagen, das ist ein Instrument, was es wirklich schafft, Menschen, die lange arbeitslos sind, große sogenannte Vermittlungshemmnisse hat, wieder in Arbeit zu bringen. Warum lesen wir so wenig darüber? Das ist eine gute Frage. Also wir haben jetzt mit dem Bürgergeldgesetz, wollen wir diesen sozialen Arbeitsmarkt entfristen. Das heißt, bisher ist er bis 2024 befristet, dann würde er auslaufen.
Mit dem Gesetz sagen wir jetzt, das ist ein gutes Instrument. Das hat sich bewährt, das wollen wir fortführen. Eigentlich wollen wir sogar noch weiterentwickeln und gucken, dass mehr Leute eben Zugang dazu haben. Weil wer 5 Jahre in so einer öffentlich geförderten Beschäftigung gearbeitet hat, hat doch gezeigt, dass er will und auch kann und sich auch integrieren kann in den Betrieb. Die Person sollte doch wirklich dann auch auf dem ersten Arbeitsmarkt wieder eine Chance haben. Und warum soll das jetzt auslaufen? Das hat man halt erstmal eingeführt, noch zu GroKo-Zeiten damals, zusammen mit der CDU. Und man muss sagen, die Konservativen waren halt keine großen Fans davon. Weil, klar, man nimmt halt öffentliches Geld, man nimmt staatliches Geld und finanziert eine Beschäftigung. So, und ich glaube, ich habe den Eindruck, die Union ist immer noch auf dem Dampfer zu sagen, ja, soll die Person doch auf dem ersten Arbeitsmarkt was finden. So, soll ja, das sich tut doch sie ja nun gerade nicht. Eben, genau. Soll sie sich doch mal genug bewerben. Aber wir sprechen hier über Personen, die seit mindestens 5 Jahren arbeitslos sind, die sich anstrengen und bewerben und nie eine Chance bekommen. Ja, über die Leute sprechen wir. Und deswegen hat man sich am Ende ja auch darauf verständigen können. Die Union packt da aber wieder ihre Leier aus von der sozialen Hängematte und sagt halt, naja, die Leute werden hier quasi nur alimentiert vom Staat, die sollen nochmal, ja, wieder eine Beschäftigung finden, ja. Genau das versuchen wir doch. Ja, aber das sind ja gleichen Argumente wie zu Zeiten der GroKo. Da hat sich ja nichts geändert. Ja. Aber damals hat die CDU zugestimmt. Und jetzt will sie das nicht mehr. Befristet zugestimmt, genau. Ja. Aber tatsächlich ist dieser Punkt, zu sagen, wir entfristen das, jetzt auch gar nicht deren Kritikpunkt am Bürgergeld. Also die schießen sich auf so 2, 3 Punkte ein. Wie gesagt, Schonvermögen, Karenzzeit, Sanktion. Darauf schießen die sich ein. Und den Rest, all die guten Sachen, die drin sind, die erwähnen sie halt gar nicht. Also Weiterqualifizierung zum Beispiel, sozialer Arbeitsmarkt, Reha-Maßnahmen, die wir ja nochmal ganz viel stärken wollen mit dem Gesetz. Also Leute, die gesundheitliche Probleme mitbringen, dass die halt auch dazu beraten werden, eine Reha zu machen, um wieder fit zu werden. All das steckt ja drin in diesem Gesetz. Also wenn man sich das anguckt und ich habe selten einen so engagierten Gast hier gehabt wie Annika Klose, die ja mit dem Gesetz quasi aufgewachsen ist, will ich nicht sagen, aber sie haben das Gesetz gepäppelt, hochgebracht und jetzt wollen sie es natürlich auch zum Erfolg führen. Auf jeden Fall. Ja, und wir machen jetzt eine kleine Denkpause und Werbepause und dann sind wir wieder da in unserer Sendung aus dem Bundestag und bis gleich. Zurück in unsere Sendung aus dem Bundestag mit Annika Klose. Sie ist SPD-Bundestagsabgeordnete in Berlin und aus Berlin. Wahlkreis ist Berlin-Mitte. Berlin-Mitte. Und wir haben gesprochen über das Bürgergeld. Was immer kommt, es wird auf jeden Fall besser als Hartz IV. Ja? Und so wir warten mal ab, wie diese Woche denn am Ende ausläuft und die weiteren Beratungen, die da sind. Was macht man eigentlich mit den Leuten, die ganz wenig verdienen? Da kann man ja nicht den Lohn aufstocken. Da sagen alle, das lohnt sich ja gar nicht, wenn ich mich anstrenge. Ich kriege ja sowieso die zweite Schippe vom Staat. Also es ist ja so, die CDU hat in den letzten Wochen ja diese Propaganda verbreitet, es würde sich jetzt nicht mehr lohnen zu arbeiten. Und das ist aber nicht richtig. Habe ich auch so verstanden. Weil genau die Leute, die niedrige Einkommen haben, genau für die haben wir ja jetzt auch eben Unterstützungsprogramme auf den Weg gebracht. Eben damit es sich immer lohnt zu arbeiten. Der erste Punkt war die Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro zum 1. Oktober. Da haben wir ja eine Lohnerhöhung auf den Weg gebracht, die, also von 9,40 Euro auf 12 Euro. So einen großen Gehaltssprung hat es halt einfach noch nie gegeben. Das heißt, das war bitter nötig und das haben wir schon gemacht. Das nächste ist, dass wir die Wohngeldreform auch letzte Woche im Bundestag beschlossen haben. Das heißt, wer wirklich niedrige Einkommen hat und wenig Vermögen hat, kann eben auch Wohngeld bekommen. Da haben wir wirklich jetzt den Zugang vervierfacht. 4-mal so viele Leute werden die Möglichkeit bekommen, Wohngeld zu beziehen als vorher. Außerdem gibt es einen Heizkostenzuschuss da drin, um jetzt mit den massiv explodierenden Energiepreisen eben auch mithalten zu können. Das nächste ist, dass wir das Kindergeld erhöhen auf 250 Euro pro Kind. Das heißt, Familien werden auch nochmal massiv unterstützt. Und dazu kommt natürlich noch, dass sich Arbeiten trotzdem weiterhin lohnt natürlich, weil man ja auch Ansprüche zum Beispiel für die Rente erhält und dann später auch eine höhere Rente hat, wenn man eingezahlt hat beispielsweise. Also es gibt halt wirklich viele Komponenten. Aber ich glaube, was halt klar sein muss, ist, dass die Löhne in diesem Land weiter steigen müssen. Das ist eigentlich der zentralste Aspekt. Wir haben halt immer noch in weiten Teilen, insbesondere Ostdeutschlands, einen Niedriglohnsektor. Und da müssen wir halt wirklich ran. Das Problem ist aber, wenn man zum Beispiel die CDU danach fragt, und das haben wir in der Plenardebatte am Donnerstag gemacht, wenn sie sagen, die Sozialleistungen sind zu hoch
Und arbeiten lohnt sich nicht mehr. Warum haben Sie denn dann gegen den Mindestlohn gestimmt? Und warum haben Sie sich immer dagegen gesperrt, die Tarifverträge eben auch flächendeckend zu ermöglichen? Und darauf kriegen wir halt keine Antwort. Das ist halt der Punkt. Na, weil es da eine Tarifhoheit gibt der Betriebe. Richtig, es gibt eigentlich eine Tarifhoheit. Das heißt, der Staat kann die Löhne gar nicht anheben. Nein, die Mindestlöhne schon. Ja, und ansonsten nicht die Tariflöhne. Müssen natürlich die Tarifpartner das machen. Wir haben aber eine massive Tarifflucht der Arbeitgeber. Das heißt, die Arbeitgeber ziehen sich, also die Unternehmen, ziehen sich aus den Arbeitgeberverbänden zurück und schließen einfach keine Tarifverträge mehr ab. Und dann ist es halt schwierig zu sagen, ja, Tarifpartner, wenn die Arbeitgeber ihrer Verantwortung nicht nachkommen. Ja, wenn es keine Tarifpartner gibt, gibt es auch keine Tarifabschlüsse. Genau. Und deswegen brauchen wir halt stärkere, also wir müssen es vereinfachen, dass Tarifverträge flächendeckend für allgemeinverbindlich erklärt werden können. Das heißt, dass man halt eine ganze Branche mit einem Tarifvertrag regelt. Das beispielsweise wäre ein richtig großer Sprung. Zum Beispiel immer, wenn die Piloten und die Lokführer streiken. Gut, das sind nun natürlich Spezialgruppen, muss man sagen, die eine sehr hohe Verhandlungsmacht haben, weil wenn die nicht mehr arbeiten, dann liegt halt der ganze Betrieb lahm. Ich bin ja eher gegen diese, also ich finde diese Spartengewerkschaften nicht so gut. Ich finde es eher gut, wenn wir zum Beispiel dann breite Flächengewerkschaften wie Verdi beispielsweise haben, die DGB-Gewerkschaften, die dann nicht nur zum Beispiel die Piloten organisieren, sondern auch das Kabinenpersonal und man gemeinsam daran arbeitet, gute Löhne und gute Arbeitsbedingungen in einem Unternehmen durchzusetzen. Nun sagen die größten Gegner dieses ganzen Projektes, sagt der Staat wird zum Helikopterstaat, wie bei den Helikoptereltern. Er sorgt für alles vor, du musst gar nicht mehr arbeiten, kriegst genug, kriegst Zuschuss bei der Heizung, kriegst Zuschuss bei Wohngeld, kriegst Zuschuss da, alles, was sie aufgeführt haben. Und manche schaudern davor und die sagen, wir sind doch ein freiheitlich-demokratischer, marktwirtschaftlich organisierter Staat. Also lass die das auch alles selber regeln. Ein Unternehmer weiß doch am besten, wie viel er verdient und welche Löhne er zahlen kann. Und er möchte nicht, dass der Staat das reguliert und überall reinfuscht. Ja, dann würde ich den Arbeitgebern mal den Rat geben, wieder in die Arbeitgeberverbände zurückzukehren und das tarifpartnerschaftlich zu regeln und halt einfach selber in die Tarifverhandlungen einzusteigen. Dann hat der Staat ja gar keinen Handlungsdruck. Und außerdem habe ich den Eindruck, dass jetzt gerade in den Krisenzeiten massiv auch von den Arbeitgebern nach dem Staat gerufen wird. Weil Unterstützung und Entlastung hätte man jetzt schon auch gerne. Ja, wenn es einem schlecht geht, sucht man überall nach dem Strohhalm, der ihn rettet. So ist es. Und das machen wir ja auch. Also wir haben ja jetzt 200 Milliarden Euro aufgenommen, als eben auch Kredite, damit wir einen Schutzschirm spannen können, damit wir gut durch diese Krise durchkommen. Und zwar nicht nur die Privathaushalte, sondern eben auch die Unternehmen, die Industrie. So, das heißt, der Staat wird wirklich massiv tätig und wir entlasten jetzt. Aber ich bin der Meinung, dass wir eben nicht nur entlasten sollten, sondern dass es dafür auch eine Gegenleistung geben sollte. Nämlich eben das Zugeständnis, zum Beispiel Tarifverträge zu unterschreiben. Auszuhandeln und zu unterschreiben. Nicht nur die Hand aufzumachen und Geld zu wollen, sondern dann eben auch in der Lage zu sein, zu sagen, okay, und deswegen regeln wir auch das Lohngefüge für unsere Beschäftigten. Also gebe ich dir, gibst du mir. So ist es, genau. Ja. Ja. Und da sagen viele, das ist ja Sozialismus. Der Staat will alles regeln. Das gefällt uns nicht. Da sagt Herr Merz, das ist also nicht gut. Und da sagt Annika Klose, doch, es muss sogar gut sein. Wir sehen ja, wo es uns hinführt, wenn wir den freien Markt nur regeln lassen. Also insbesondere beim Thema Energie und Abhängigkeiten, Netzentgelte und so weiter. Da wird doch eigentlich offenbar, dass wir als Staat eben gucken müssen, wo eben ja, gewisse Finanzströme hingehen. Und dass wir eine Unabhängigkeit, eine Souveränität darstellen müssen. Und dass wir auch dafür sorgen müssen, natürlich, dass unsere Unternehmen resilient aufgestellt sind. Und dazu gehört eben auch ein ordentliches Tarifgefüge, meiner Meinung nach. Und wir müssen ja auch dafür sorgen, dass die Menschen gut durch die Krise kommen. Das können sie halt, wenn sie ordentliche Löhne bekommen, die halt zum Beispiel die Preissteigerung auch nachvollziehen. Und ich glaube, dass da der Staat dringend gebraucht ist und dass wir eigentlich jetzt gerade an einer Situation sind, wo selbst die konservativeren Kräfte in diesem Land bereit sind zu sagen, ja, wir brauchen schon den Staat. Ja, aber es gibt noch einige, die halten die Fahne der Marktwirtschaft ziemlich hoch und sagen, zu viel Staat ist nicht gut. Ja. Lass uns das mal selber machen. Ist nicht meine Position. Wir machen hier mal einen Punkt, ja, das ist auch gut so. Und wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann reden wir vielleicht über Veränderungen der Tarifhoheiten oder der Tarifgesetzgebungsverfahren, was auch immer.
was hier sind. Aber ein Thema will ich mit Ihnen noch heute reden, denn am 16., das ist, glaube ich, der Mittwoch, ja, wird das Landesverfassungsgericht in Berlin entscheiden, ob die Wahl wiederholt werden muss. Mhm. Dann wird es amtlich. Bisher gibt es ja nur Gerüchte oder bruchstückhaftes Wissen. Und der Bundestag hat selber entschieden oder wird das noch entscheiden, das will ich gerade von Ihnen noch mal hören, in welchen Wahlbezirken die Wahl in Berlin wiederholt werden muss. Das kann nach laut Gesetz der Bundestag für den Bundestagswahlkampf alleine entscheiden. Mhm. Hat es gemacht. Mhm. Was bedeutet das für Sie persönlich als Abgeordnete Berlin-Mitte? Ja. Sind Sie betroffen? Können Sie den Wahlkreis wieder verlieren? Also erstmal sind das tatsächlich ja zwei unterschiedliche Verfahren. Und im Bundestag haben wir am Donnerstag beschlossen, dass in den am stärksten betroffenen Wahlbezirken die Wahl wiederholt werden muss. Das sind ungefähr 20% Ihrer der betroffen? Wahlbezirke. Alle 12 Berliner Bezirke sind betroffen. Klar, alle, überall wird wiederholt, aber nur in den Wahllokalen, wo wirklich nachweislich Fehler passiert sind. Und das heißt natürlich auch in meinem Wahlkreis Berlin-Mitte werden, ich glaube, 36 Wahlbezirke, Stimmbezirke, nochmal wiederholt werden. Das ist der Vorschlag. Am meisten sind es in Berlin-Pankow, da wird am meisten wiederholt werden müssen. Am wenigsten sind es in Treptow-Köpenick, das sind, glaube ich, nur 3 oder 4 Wahlbezirke. Das heißt, wir haben halt eine sehr große Spannbreite und wir wählen da Erst- und Zweitstimme nach. Ich gehe davon aus, also Erststimme in Mitte, da war ein recht hoher Unterschied, zwischen, also dass das keine Mandatsrelevanz haben wird, weil es nur 36 Wahlbezirke sind. Bei der Zweitstimme nimmt man aber natürlich dann das Gesamt-Berliner Ergebnis zusammen. Da wird es dann eher spannend. Man muss aber auch gucken, 80% des bisherigen Wahlergebnisses Bundestag bleibt ja bestehen. Also wir nehmen ja 80% das Ergebnis aus 2021, das bleibt ja, und nehmen dann 20%, die jetzt wiederholt werden. Und das rechnet man dann zusammen. Und was genau dabei dann rauskommt, das kann man jetzt noch gar nicht so genau sagen. Haben Sie es verstanden? Thema wird ja auch eben die Wahlbeteiligung sein. Also ja. Es ist schon wirklich sehr komplex. Also könnten Sie Ihren Wahlkreis verlieren? Also ich denke, dass das für mich sehr wahrscheinlich keine Auswirkungen auf meine Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag haben wird. Aber es ist nicht ganz klar. Also sicher sein kann sich niemand. So viel gesagt. Aber es ist schon, glaube ich, bei mir jetzt nicht so sehr wahrscheinlich. Ja, gut, kommen wir mal auf Berlin. Ja, genau. Spannender ist die Berliner, also das ist auch spannend, aber die Berliner Situation ist natürlich nochmal eine andere. Hier ist das Verfahren so, dass das Landesverfassungsgericht zuständig ist, darüber zu entscheiden. Und die hatten jetzt eine öffentliche Anhörung und haben sich da schon relativ klar geäußert, dass sie das so sehen, dass eben ein verfassungsgemäßer Zustand nur durch eine Komplettneuwahl wiederhergestellt werden könne. Die vertreten die Rechtsauffassung, dass das, was an Wahlfehlern bekannt ist, nur die Spitze des Eisberges sei. Und alles andere, gehen sie davon aus, sei auch falsch. Ich halte das für mutig, aber gut, ich bin Wenn keine die so Juristin. Sagen, sagen sie das so. Ich bin keine Juristin, das ist deren Entscheidung. Und es wurde auch, jetzt hatten wir am Wochenende ja nochmal Parteitag, da wurde auch von der Landesführung gesagt, also wir werden alles akzeptieren, was kommt. Wir sind vorbereitet, aber wir gehen davon aus, dass wahrscheinlich Mitte Februar neu gewählt wird. Letzte Frage, weil wir am Ende der Sendung ist. Kurze Antwort. Könnte es sein, dass es denn eine neue, andere regierende Bürgermeisterin geben könnte? Also theoretisch ist das natürlich möglich, wenn wir komplett neu wählen, ist alles wieder offen. Aber ich finde, dass Franziska Giffey als regierende Bürgermeisterin einen Wahnsinnsjob macht. Und dass man das im letzten Jahr auch gesehen hat. Und deswegen gehe ich davon aus, dass sie diese Wahl natürlich auch wieder gewinnt. Gut, unabhängig davon, wie wir die Arbeit einschätzen, es könnte durchaus sein, dass es einen Wechsel geben könnte, dass nämlich Frau Jarasch an Platz 1 rutscht. Theoretisch ist das möglich. Theoretisch aber ist es möglich. Praktisch, glaube ich. Liegt an uns allen, denn wir alle müssen neu wählen in Berlin. Das wird dann wahrscheinlich im Februar sein, aber bis dahin werden wir noch ein bisschen länger darüber diskutieren. Für heute ist unsere Diskussion leider zu Ende mit Annika Klose, der Berliner Bundestagsabgeordneten für Berlin-Mitte und frühere Landeschefin der Jusos in Berlin. Vielen Dank, dass Sie hier waren und vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder, wie immer, jeden Montagabend 20:15 Uhr. Für heute danke und bis nächste Woche. Tschüss.